Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wer mir auf Instagram und oder Facebook folgt, der hat gesehen, dass ich vor ein paar Wochen bei einem Vortrag war. Und zwar war der Titel "Manchmal könnte ich, der Umgang mit den eigenen Gefühlen im Erziehungsalltag". Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr interessiert und ich habe auch wieder viel gelernt und ich möchte heute noch mal so ein bisschen meine Gedanken dazu mit euch teilen. Was ich euch wieder empfehlen kann, das habe ich jetzt glaube ich schon zweimal gemacht, ist das Buch "Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten, wie es mich in den Wahnsinn treibt", war glaube ich der Titel. Und das wurde uns dort auch nochmal empfohlen. Ich verlinke es euch nochmal unten in der Infobox. Also auch vieles, was ich in dem Buch gelesen habe, wurde da dann nochmal erzählt und dachte, ja, okay, jetzt weißt du schon. Und wir haben dann nochmal so ein Handout für zu Hause bekommen, Anregungen für zu Hause. Das würde ich dann am Schluss nochmal mit euch durchgehen. Da ist nämlich so Fragen an mich selbst zum Nachdenken und Hilfreiches, wenn es mal mit mir durchgeht. Und das finde ich richtig, richtig gut. Aber erstmal starten wir mal mit den Notizen, die ich mir selber auch während des Vortrags gemacht habe. Früher war das so, also in meiner Generation auch schon, ich erinnere mich daran, dass es in meiner Kindheit auch so war, aber ich glaube auch vorher noch viel, viel schlimmer, dass man Gefühle extrem unterdrückt hat. Also dass man die Gefühle gar nicht so rausgelassen hat. Oder kennt ihr das, wenn euch jemand fragt, wie es dir geht, dass man ganz oft sagt, mir geht's gut, obwohl es eigentlich überhaupt nicht stimmt? Und dieses Gefühle unterdrücken oder nicht sagen oder auch nicht zeigen, wie es einem wirklich geht, ist im Umgang mit Kindern das Schlechteste, was man tun kann. Also man soll seinen Kindern eigentlich immer offen zeigen, wie es einem geht. Man soll zeigen, wenn man traurig ist und man soll auch zeigen, wenn man ärgerlich ist. Also nicht so, dass man innerlich ärgerlich ist und aber so, ist alles in Ordnung, weil Kinder merken das. Und die sind dann auch verwirrt. Wenn wir komische Signale senden, sind die verwirrt, weil die ja ganz viel von uns lesen und auch uns auch spiegeln. Und wenn wir ganz offen zeigen, wie es uns geht, können unsere Kinder das viel, viel besser lesen. Ich meine damit nicht, dass wenn man wütend ist, dass man seine Kinder anschreien soll und um Gottes Willen nicht schlagen soll. Ich wurde unter einem Video mal gefragt, ob ich nicht mal ein Video zum Thema Erziehung machen kann, speziell zum Thema Klaps auf den Po. Und habe ich nur geantwortet, sowas gibt es bei mir nicht, warum sollte ich da ein Video zu machen? Genau, also Gewalt ist schon mal ganz, darüber reden wir gar nicht. Gibt's nicht. Also nicht kein Klaps auf den Po, nicht auf die Finger hauen, nix dergleichen. Gibt's bei uns einfach nicht. Aber man muss wirklich seine wahren Gefühle zeigen. Und das fällt mir sehr, sehr schwer im Umgang mit anderen Erwachsenen. Jetzt so mit den Kindern, ist ja speziell bei Vinzo, fällt es mir doch einfacher. Also seit ich das Buch gelesen habe, sage ich auch ganz offen, was mich stört. Also ich sage, wenn mich etwas traurig macht, was er gesagt hat, oder wenn ich wütend bin, dann sage ich ihm auch, warum zum Beispiel. Kinder haben ja dann auch manchmal so Larifari, du bist nicht mehr meine Freundin. Und klar weiß ich, dass er das nicht so meint und dass das nur so ein Spruch ist. Aber ich sage zu ihm, Vince, das macht mich traurig. Ich bin sehr, sehr gerne deine Freundin. So halt, ne? Also das ist aber was so in uns verankert ist, glaube ich, dass es gar nicht gewünscht ist, seine Gefühle wirklich zu zeigen und dass man das lieber unterdrückt und diese Gefühle auch ignoriert und auch seine Bedürfnisse halt zurückstellt. Und das ist, glaube ich, was Mütter halt ständig jeden Tag machen, ihre Bedürfnisse zurückstellen. Das ist auch was unumgänglich ist, glaube ich, aber nur in einem gewissen Rahmen. Das ist ja was ich selber auch in den letzten Wochen und Monaten festgestellt habe, dass ich meine Bedürfnisse wieder viel zu krass in den Hintergrund gerückt habe. Und was auch ganz oft in einem Vortrag gesagt wurde, ist, dass nur wenn du dich selbst gut behandelst, kannst du andere gut behandeln. Ich habe da noch so eine Karte, die kann ich euch dann auch noch zeigen. Also das heißt, nur wenn ich mich gut behandle, das heißt meinen Körper und meine Seele, kann ich auch bin ich eine noch bessere Mutter für meine Kinder. Und das ist etwas, was sich nochmal so bei mir verankert hat und wo ich weiß, dass ich daran unbedingt arbeiten muss. Aber nochmal dieses Gefühl unterdrücken, wir wissen alle, dass das nicht gut ist. Ne? Das macht unglücklich, das macht krank. Ich habe als Jugendliche habe ich das alles durch und ich möchte nicht, dass das bei meinen Kindern so ist. Also ich möchte ja auch, dass die zu mir kommen und offen sagen, wenn etwas los ist. Also wenn die traurig sind oder wenn sie wütend sind oder wenn sie ein Problem haben, möchte ich ja auch, dass sie damit zu mir kommen.
Und diese Offenheit muss ja aber auf Gegenseitigkeit beruhen. Das heißt, nur wenn ich offen gegenüber meinen Kindern bin, natürlich in einem kindgerechten Maße, also ich kann jetzt nicht meinen Vierjährigen mit meinen Erwachsenenproblemen belasten, ne? Sowas geht nicht, also schon kindgerecht. Aber nur wenn ich halt selbst mit meinen Gefühlen offen bin, werden sie irgendwann mit ihren Gefühlen auch offen mir gegenüber sein. Und als Mama ist es einfach so der Fakt, dass man im Alltag mehrere Rollen bedient, ne? Also man ist vielleicht Angestellte, man ist auf jeden Fall Hausfrau und Köchin und man ist Mutter. Dann ist man vielleicht noch, wie sagt meine Mutter immer so schön, Seelenfriedhof? Seelenfriedhof? Nennt sie das so? Egal, also wenn andere Leute halt zu dir kommen und du die halt anhörst, wenn sie etwas beschäftigt. Ja, also bist du auch noch eine gute Freundin, eine gute Zuhörerin, du bist Ehefrau natürlich auf jeden Fall auch. Und das ist einfach eine Mehrbelastung, logischerweise. Und das ist eine riesengroße Herausforderung und das ist anstrengend. Und da kann mir niemand erzählen, dass ihn das nicht belastet und manchmal zur Verzweiflung bringt und extrem, extrem müde macht. Und da ist dann das Problem, eben wenn ich müde bin, wenn ich vielleicht traurig bin, wenn ich einfach überlastet bin, wie mache ich das denn im Alltag mit den Kindern? Lasse ich das raus? Lasse ich das nicht raus? Was passiert, wenn die Gefühle einfach so über mich kommen? Also das habe ich auch, dass ich dann einfach laut werde. In sinnlosesten Situationen, meistens ist es halt so, man möchte irgendwo hin. Ich bin dann meistens allein mit den Kindern, muss die beide fertig machen und jeder von denen macht halt nicht das, was er soll. Also keiner sitzt halt ruhig da und lässt sich anziehen, die machen irgendeinen anderen Quatsch beide. Und dann ist dann manchmal so dieser Impuls, weil wahrscheinlich, also manchmal ist irgendwas anderes vorher schon lange, lange passiert, was mich einfach stresst. Und das gibt dann aber so, das lässt, wie sagt man, das Fass überlaufen oder so. Und da werde ich dann laut. Und das will ich nicht. Und ich entschuldige mich dann immer sofort bei den Kindern oder bei Vince halt auch entsprechend, weil er es versteht. Aber das sind so, was ich im Moment lerne, zu kontrollieren, eben nicht laut zu werden, eben nicht diesen Impuls sofort zu folgen, sondern dann wirklich bis 10 zählen, irgendwas. Aber das ist super schwer und das ist auch, glaube ich, was man lernen muss und woran man arbeiten muss. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Also der erste Schritt war erstmal, dass ich es erkannt habe, dass es blöd ist, dass es nicht richtig ist, warum es passiert, aber jetzt muss ich es mir halt auch abgewöhnen. Was wir auch gelernt haben, ist, dass Kinder ihre Reaktion darauf ausrichten, was sie bei uns sehen. Das beste Beispiel ist, wenn ein Kind hinfällt. Wenn wir so, dann fängt das Kind an zu heulen. Wenn wir aber ganz gechillt bleiben, dann bleibt auch meistens das Kind ganz ruhig. Weil das ist so dieses, sie müssen bei uns ablesen können, wie schwierig oder wie ernst ist die Situation gerade. Und da ist wieder so dieses, wir müssen offen sein, weil Kinder darauf reagieren. Und wenn wir so scheinheilig, obwohl es uns richtig schlecht geht, das merken Kinder. Einfach, weil es nicht zu uns passt, weil meistens dann der Gesichtsausdruck nicht dazu passt, was wir zum Beispiel sagen. Oder das Grinsen nicht zu unseren traurigen Augen passt. Und da sind Kinder einfach logischerweise verwirrt. Und die haben in den ersten Jahren sowieso schon so viel zu verarbeiten und zu lernen. Und mit den eigenen Gefühlen müssen sie lernen, umzugehen. Deswegen müssen wir wirklich klar in unserer Spiegelung unserer Gefühle sein. Und Kinder spüren, wenn wir halt nicht ehrlich sind. Und dann sind sie natürlich verwirrt, was prinzipiell erstmal schon nicht gut ist. Und dann wollen sie diesen Normalzustand zurück. Und Normalzustand bedeutet, meine Mama beschäftigt sich mit mir. Und dafür muss ich erstmal Aufmerksamkeit fordern. Also wird halt zum Beispiel irgendwie gebockt, beispielsweise, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder auch, um die Mutter vielleicht auch abzulenken. Also vieles, was wir denken, was unsere Kinder machen, um uns zu ärgern, unsere Kinder machen nie irgendwas, um uns zu ärgern, ist einfach dieses, ich möchte jetzt Aufmerksamkeit, irgendwas stimmt hier nicht und ich möchte, dass es wieder normal ist. Was ich auch schon in einem Buch gelesen hatte und was in einem Vortrag nochmal gesagt wurde, ist zum Beispiel auch, wenn Kinder uns manchmal in einer Situation anlächeln, wo es eigentlich nicht angebracht ist, wo viele dann denken, der lacht mich jetzt aus oder der will mich nur auf die Palme bringen. Also das Kind hat gerade irgendwas verbockt und lacht dann aber. Das Kind will uns nicht auf die Palme bringen und es will nicht irgendwie frech sein. Ein Lächeln ist ja eigentlich, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, ich würde es gerne wieder gut machen. Kinder können das nur nicht anders rüberbringen. Und das zu erkennen, ist ein ganz wichtiger Schritt. Das hat mir unglaublich viel gebracht, nicht zu denken,
ey, der macht sich gerade über mich lustig, der verarscht mich, sondern nein, okay, er hat seinen Fehler erkannt und er möchte es jetzt wieder gut machen. Ja, so einfache Sachen eigentlich, aber man muss sich erstmal wirklich damit beschäftigen, um dann so dahinter steigen zu können. Kinder suchen dann auch ganz oft nach Erklärungen und fühlen sich dann manchmal sogar verantwortlich für unsere Gefühle. Das überfordert sie natürlich und das will ich auch nicht. Also ich möchte nicht, dass Vince sich verantwortlich fühlt, dass ich wütend oder traurig bin, wenn es gar nicht wegen ihm ist, sondern wegen irgendeiner anderen Sache. Und das ist mir nochmal so bewusst geworden, das will ich nicht. Ich möchte meine Kinder überhaupt nicht damit belasten, was mich vielleicht belastet und dass ich da echt besser drauf aufpassen muss. Und was macht man denn jetzt wirklich mit seinen eigenen Gefühlen, ne? Also erstmal sollte man schauen, dass man natürlich offen gegen seinen Kindern gegenüber ist. Also auch zu sagen, heute bin ich traurig, heute ist nicht so ein guter Tag für mich. Bitte gib mir mal kurz 5 Minuten. Umso älter die Kinder sind, umso eher verstehen sie das natürlich auch. Aber ich habe mir auch so ein paar Sachen, die mir besonders wichtig waren oder so, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Und das eine, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Selbstreflexion. Also herauszufinden, bin ich gerade wütend, weil meine Kinder nicht das machen, was ich gerade möchte? Oder was ist wirklich los? Zeitdruck ist zum Beispiel eine so eine Sache. Oder vielleicht ist es auch ein ganz, ganz anderes Problem, was mich vielleicht seit ein paar Tagen einfach beschäftigt. Oder vielleicht habe ich heute einfach selber einen schlechten Tag oder so. Einfach selbst reflektieren, was ist denn jetzt eigentlich mein Problem? Und dabei wird man meistens eigentlich schon ruhiger. Wichtig ist auch, und das habe ich mir jetzt angewöhnt, sich zu entschuldigen. Also wenn es mir doch mal passiert, dass ich ein bisschen lauter rede, dass ich mich dann sofort, wirklich sofort dafür bei Vince auch entschuldige. Also das ist mir auch wichtig. Und dann schiebe ich auch immer noch mal so eine Erklärung hinterher. Also zum Beispiel, es tut mir leid, dass ich gerade laut geworden bin, aber ich wollte eigentlich schon vor 10 Minuten da sein und wir sind wieder zu spät, weil, keine Ahnung, was dann halt in dem Moment gerade war, weil du dich nicht entscheiden kannst, welche Autos du mitnehmen möchtest und jetzt schon 3-mal hin und her gerannt bist und jeweils ein neues Auto ausgesucht hast, statt hier zu sitzen und dich anzuziehen. Halt sowas. Und etwas, was mir auch selber sehr wichtig ist, was ich vorhin schon erzählt habe, die Kinder anleiten, wie sie mit ihren eigenen Gefühlen umgehen, ist auch was Wichtiges, nochmal so zum Thema Trotzphase, ne? Also, dass man sie dabei auch anleitet, wie gehen sie denn mit ihrer Wut um oder wie gehen sie denn damit um, wenn sie gerade nicht wissen, was sie eigentlich fühlen und das halt gerade irgendwie rauslassen müssen. Also auch anleiten, mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Also ruhig auch traurig sein zu dürfen, ruhig auch wütend sein zu dürfen, aber halt in Bahnen geregelt, sag ich mal. Also nicht die Wut wüst um sich schmeißen, sondern wie es bei uns der Fall war, wo die Trotzphase so schlimm war, dass wir so ein Sitzkissen hatten, wo Vince dann halt so drauf eingeklopft hat zum Beispiel, um die Wut erstmal rauszulassen. Man kann auch mit den Füßen aufstampfen oder wild durch die Gegend hüpfen, irgendwie sowas. Und ein ganz schöner Satz, den ich super fand, es gibt keine schlechten Gefühle, sondern nur schlechte Reaktionen. Das stimmt wirklich. Also keins unserer Gefühle ist schlecht. Also wir müssen auch mal wütend sein. Wenn wir wütend sind, sind wir wütend. Es gibt nur schlechte Reaktionen darauf oder einen schlechten Umgang mit diesen eigenen Gefühlen. Genau. Und jetzt möchte ich gerne nochmal dieses Handout gerne so ein bisschen ganz grob mit euch durchgehen, weil mir das auch super gut gefallen hat, ne? Fragen an mich selbst. Nochmal so zum Thema Selbstreflexion zum Beispiel. Was oder wer löst das Gefühl in mir aus? Also sind es wirklich gerade die Kinder und die Situation oder etwas ganz anderes? Bin ich eigentlich traurig und reagiere mit Wut? Also reagiere ich gerade wütend, obwohl ich eigentlich über etwas sehr traurig bin? Habe ich mich bei jemandem angesteckt mit dem Gefühl? Ist ja auch manchmal, wenn Manu gestresst von der Arbeit heimkommt und schlechte Laune hat, kriege ich auch gleich schlechte Laune. Und es nervt mich eigentlich, dass der mich dann mit seiner schlechten Laune zum Beispiel ansteckt. Was werden die anderen von mir denken? Habe ich auch schon mal in einem vorherigen Video gesagt, dass das ja auch ein ganz, ganz großes Thema ist. Was denken denn jetzt die Gesellschaft, die Leute im Supermarkt, was denken die denn jetzt über mich, dass ich gerade meine Kinder etwas lauter angesprochen habe zum Beispiel? Was erwarte ich selbst von mir? Ist auch so ein großes Thema. Man hat halt so hohe Erwartungen an sich selbst. Ich bin da überhaupt keine Ausnahme. Ich bin da, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr schlimm, ne? Ich möchte gerne wieder schlank sein, wie vor der Schwangerschaft. Ich möchte eigentlich super produktiv sein und super viel arbeiten, aber ich möchte mich auch ganz, ganz viel entspannen. Ich möchte, mein Haushalt sollte besser aussehen, es sollte viel, viel schöner und aufwendiger dekoriert sein. Mein Garten ist noch lange nicht so weit, wie ich ihn gerne hätte. Ich möchte gerne besser kochen und backen können, viel, viel öfter
backen, viel, viel aufwendiger kochen wollen. Ich möchte gern dies und das und so sollte ich doch besser sein und so. Und dann hat man noch die Rubrik zum Nachdenken. So ein paar Sätze. Niemand muss perfekt sein. Ausreichend gut sein reicht. Das stimmt. Niemand muss perfekt sein. Niemand ist perfekt. Hauptsache, man ist ausreichend gut. Ja, das stimmt wirklich. Wir sind Gefühlsvorbilder für unsere Kinder. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir wirklich offen mit unseren Gefühlen, unsere Gefühle wirklich offen zeigen müssen. Kinder haben ihre eigene Gefühlswelt. Das stimmt auch. Das merke ich bei Vince halt ganz, ganz oft. Der ist halt auch so ein nachdenklicher Typ eher. Und manchmal kann er mir nicht so genau beschreiben, was er gerade fühlt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass Kinder es nicht beschreiben können und auch uns auch nicht so genau erklären können, gerade die Jüngeren, was sie denn gerade fühlen. Glückliche Eltern sind glückliche Kinder. Stimmt natürlich auch, ne? Umso entspannter und ruhiger ich bin, umso entspannter und ruhiger sind natürlich auch die Kinder. Manchmal müssen wir Dinge annehmen, die wir nicht ändern können. Leben ist oft anders als gedacht. Das stimmt auch. Wenn ich zum Beispiel traurig bin, weil jemand gestorben ist, dann muss ich traurig sein und dann muss ich meinen Kindern erklären, warum ich jetzt gerade traurig bin. Oder wenn ich im Zeitdruck bin und schon 10 Minuten zu spät zur Arbeit komme, dann kann ich es jetzt im Moment auch nicht ändern. Auch wenn ich meine Kinder anblöcke, komme ich deswegen nicht eher auf Arbeit. Dann muss ich das so annehmen. Es ist doof, aber ich muss es so annehmen. Und das Letzte und übrigens aus Wut, wenn man das W dreht, wird Mut. Ja. Und dann noch Hilfreiches, wenn es mal mit mir durchgeht. Tiefe Bauchatmung und bis 10 zählen. Das ist aber was. Das ist ja so ein Reflex, so eine Impulsreaktion, dieses zum Beispiel laut werden, was halt gerade mein Problem ist. Und dann erstmal bis 10 zu zählen, Gesprächspartner suchen, zum Beispiel einen Ehepartner. Ich finde es ganz gut mit anderen Müttern zum Beispiel, die halt ähnliche Situationen gerade haben, Kinder im ähnlichen Alter. Kurz Auszeit, aber dem Kind signalisieren, ich bin mal kurz weg. Also nicht einfach den Raum verlassen, sondern sagen, ich bin kurz weg, ich komme aber gleich wieder. Habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Würde ich mich auch, wenn die Kinder noch so klein sind, glaube ich, nicht so trauen. Eine Wutecke oder eine Heulecke, die gibt es bei uns auch. Das ist bei uns die Tickschecke, die kennt Vince auch schon. Karte mit Motivationsspruch, den zeige ich euch gleich noch. Fotos von schönen Momenten. Das könnte man auch so wie so ein Vision Board einfach, ne? Wo man sich dann, wenn es halt einem gerade schlecht geht, wo man sich da vorstellt und wo man sich halt anguckt, weiß ich nicht, zum Beispiel Bilder, wo die Kinder gerade geboren wurden, um sich an diesen Moment zurückzuerinnern. Oder wenn man denkt, ich kann nichts, ich schaffe nichts, ich bin nichts. Einfach halt, wo man halt so ne, Bilder aufgehängt hat, was man halt vielleicht doch alles schon geschafft hat und erreicht hat. Beruhigungssymbol oder Partner gibt ein Zeichen. Also, ne, wenn man merkt, okay, der Partner schaukelt sich jetzt hier gerade hoch, dass man dem halt ein Zeichen gibt, du musst jetzt mal hier runterkommen, du musst gerade mal aus der Situation rausgehen, sonst eskaliert das hier zum Beispiel, finde ich auch richtig gut. Gefühle tanzen oder ausflippen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man dem einfach mal Ausdruck geben muss. Energie umlenken oder sich ablenken. Das mache ich auch oft, dass ich dann putze oder backe, ist zum Beispiel auch sowas. Das Problem ist nur, das kann man nur machen, wenn der Partner auch da ist und auf die Kinder aufpassen kann, weil das kann ich nicht parallel machen. Also Kinder beaufsichtigen und dann Hausputz oder backen, um meine Emotionen umzulenken. Das stresst mich dann eher, als dass es mich ablenkt. Aber ich weiß, dass das auch funktioniert. Entspannen. Das ist so ein großer Faktor, ne? Das Thema Entspannung. Was ich auch immer wieder, also ich meditiere für gewöhnlich jeden Tag. Aber manchmal bin ich dann so unter Strom, dass ich halt 2-3 Tage nicht meditiere und das merke ich ganz, 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 ganz schnell. Also wirklich sich so kleine Auszeiten schaffen. Was noch entspannt ist zum Beispiel mein Spaziergang alleine, ohne Kinder. Es gibt ja auch so ganz tolle Ausmalsachen jetzt für Erwachsene. Das entspannt auch ungemein, wirklich. Aber ich mache das auch so super, super selten, weil ich mir die Zeit dafür nicht nehme. Und es ist echt ärgerlich. Weil das sollte jeder von uns, ne? Sich Zeit für sich nehmen, so eine halbe Stunde am Tag. Aber es ist manchmal echt tricky, dass du das nicht in deinen Zeitplan reingequetscht kriegst. Vor allen Dingen, wenn man jemand ist wie ich, der seine 8 Stunden Schlaf braucht und da halt auch echt fixiert drauf ist. Also ich bin wirklich um 10 im Bett, weil ich um 6 aufstehen muss. Das ist mir super wichtig. Andere Menschen, die halt sagen, gut, okay, ich arbeite bis um 1 oder ich mache bis um 1, für die ist das dann vielleicht wieder ein bisschen einfacher. Dann, was man noch nutzen kann, sind Mantras. Alles wird gut, alles wird gut. Bin ich nicht so der Typ für, ich glaube an sowas nicht. Sonnenstrahlen schaffen. Was tut mir jetzt gut? Ja, das ist halt so, ne, wo man dann sagt, okay,
toll wäre jetzt, sich 5 Minuten hinzusetzen und in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Aber meistens, gerade in den Situationen, passt es halt eben nicht, dass man sich da jetzt gerade aus der Situation rausnehmen kann, was Gutes tun kann. Das ist, glaube ich, so das Problem, dass wir das immer so weiter vor uns herschieben. Also wir müssten mal eine Auszeit nehmen und wir müssten uns selbst mal wieder was Gutes tun, aber jetzt passt es nicht und jetzt passt es nicht und jetzt passt es nicht. Das ist, glaube ich, so das Schwierige dabei. Und liebevolle Worte für den Gefühlszustand finden, zum Beispiel Motzemama oder mein kleines Rumpelstilzchen. Das machen wir ja auch, ne? Svea ist meine Wutrut zum Beispiel. Genau. Und das habe ich gerade mal noch geholt. Also dieses Kärtchen hier habe ich mir zum Beispiel mitgenommen. Das hängt bei uns im Flur an der Pinnwand. Sorge gut für dich, dann kannst du auch gut für andere sorgen. Und dann hier noch was möchte ich auch gern vorlesen. Was gestresste Eltern brauchen, hängt auch bei uns. Komm, ich mache uns einen Kaffee. Erzähl mal einfach, ich höre zu. Ich verstehe dich. Du hast echt viel um die Ohren. Mir ging es auch schon mal so. Du packst das. Ich glaube an dich. Ich bewundere dich. Du kannst stolz auf dich sein. Du hast schon so viel erreicht. Du leistest total viel. Du darfst müde sein. Das sind wir Mütter alle. Du machst nichts falsch. Du bist eine tolle Mutter. Für deine Kinder bist du Supermom. Du musst nicht immer alles geben. Deine Familie liebt dich trotz allem. Du darfst auch an dich denken. Sei nicht so streng mit dir. Auch nicht mit deinem Körper. Mhm. Er hat schließlich schon mal einen Menschen produziert. Selbst müde siehst du schön aus. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht jedem einen Gefallen tun. Du darfst auch mal Nein sagen. Du bist nicht alleine, ich helfe dir. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen wirst du sehen, dass es trotzdem immer weitergeht. Genau, das fand ich nochmal schöne abschließende Worte. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich freue mich jetzt wieder sehr auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!